Du suchst eine Prediction der Team of the Season so far Bundesligaspieler im Community Voting. Dranbleiben für die Karten. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin, deinem Kanal für FIFA Trading Tipps. Du möchtest mehr Coins machen? Fang jetzt direkt damit an, indem du den Kanal abonnierst, die Benachrichtigung anmachst und überhaupt keine Trading Tipps mehr verpasst. Das TOTSSF, ich habe immer meine Probleme damit, steht an. Und es legt genauso los wie früher das Team of the Season mit dem Community Voting. Das heißt, wir können für unsere Lieblingsspieler abstimmen. Und hier haben wir diese ganzen Nominierten und für alle Bundesligaspieler. Und ich glaube, dass der ein oder andere Bundesligaspieler es auf jeden Fall packen wird ins Team mit den Votes. Gibt es jetzt hier die Prediction. Wir legen los. Im Tor bei den Leipzigern haben wir Peter Gulagi. 24 Einsätze im Durchschnitt, nur ein Gegentor pro Spiel, 24 insgesamt. Und achtmal hat er zu Null gespielt. Ob er ins Team schafft gegen Tibor Courtois, weiß ich nicht. Bei Tibor Courtois die Investments in die Links zu den Team of the Season so far Spielern. Und wie du jetzt traden kannst, drei Möglichkeiten hier nochmal für dich verlinkt. Wie gesagt, ob er es schafft, ich bin mir nicht sicher, aber er ist auf jeden Fall nominiert. Weiter geht's auf Schalke und zwar mit Ozan Kabak. Er hat seinen Marktwert um stolze 14 Millionen auf 29 Millionen gesteigert. Er kam ja vom VfB Stuttgart für 15 Millionen vor der Saison und durch die vielen Verletzungssorgen auf Schalke hat er sich zum Stammspieler etablieren können und wirklich sehr, sehr gut gespielt, bis ihn auch eine Verletzung rausgeworfen hat, hat er auch noch 4 Scorerpunkte gesammelt. In der Innenverteidigung auch nominiert von den Leipzigern der Franzose Mukiele und er ist einer der zweikampfstärksten Spieler der Liga, hat fast 70% seiner Zweikämpfe gewonnen. Das ist, glaube ich, mit Bundesliga-Bestwert die Saison und er hat auch 5 Scorerpunkte schon auf dem Buckel. 24 Einsätze, 3 Tore, 3 Vorlagen, zentrales offensives Mittelfeld. Julian Brandt, auch er ist nominiert und ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass er viele Stimmen bekommt und ins Team kommt. Thiago Alcantara von den Bayern ist auch nominiert. Der Spanier würde hier auf eine 93er-Karte kommen. Er hat eine saustarke Passquote, hat über 1600 Pässe gespielt und davon sind über 90% bei Mitspielern angekommen und deswegen sicherlich verdient hier nominiert für das Community Voting. Vorne im Sturm dann von den Gladbachern Thuram, sein Sturmkollege Alessandro Player hat ja die Headliners-Karte und generell viele Informs gesammelt und Thuram hat auch in 25 Spielen 8 Tore vorbereitet und 6 selbst erzielen können. Schreib mir unbedingt in die Kommentare, welcher Bundesligaspieler deiner Meinung nach die Team of the Season so far Community Karte am allermeisten verdient hätte. Und wenn du den Kanal abonnierst und die Benachrichtigung anmachst, bekommst du morgen sofort eine Info, wenn wir die Prediction zu den Retro-Top-Partien machen, also am Donnerstag die SBCs, mit denen du wieder Coins machen kannst. Ich bin raus, dein Marvin. Servus. Ciao, ciao.